Es ist bald Wochenende und am Kudamm ist trotzdem nichts los. Kaum Touristen, nur wenige Menschen mit Einkaufstaschen. Ist das schon der Beginn einer neuen Wirtschaftskrise oder zumindest einer Rezession? Die deutsche Wirtschaftsleistung war bereits im dritten Quartal 2018 erstmals seit Jahren wieder rückläufig. Und im Weihnachtsquartal wurde wohl nur mit Ach und Krach ein weiteres Minus verhindert. Eine überzeugende Konjunkturentwicklung sieht anders aus. Das schwächelnde Wachstum ist längst nicht mehr nur auf Deutschland beschränkt. Selbst Vorzeigeunternehmen wie Apple müssen die Reißleine ziehen und zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder vor einer enttäuschenden Umsatzentwicklung warnen. Was das für das Börsen- und Wirtschaftsjahr 2019 bedeutet, das kläre ich jetzt mit Chris-Oliver Schickentanz, dem Chefanlagestrategen der Commerzbank. Herr Schickentanz, angesichts der Vielzahl an Themen habe ich mir Folgendes überlegt. Ich gebe Halbsätze vor und Sie ergänzen diese. Sehr gerne, dann schießen Sie los. Okay. Der Haushaltsstreit in den USA ist? Alles andere als erfreulich für die in Zwangsurlaub geschickten Beamten, realwirtschaftlich aber eher unbedeutend. Der Handelsstreit zwischen den USA und China eskaliert? Wahrscheinlich nicht weiter. Die Wirtschaftsdaten in beiden Ländern haben sich abgeschwächt. Das wird die Politik zum Umdenken zwingen. Die italienische Schuldenregierung macht ihre Sache? Richtig gut. Sie wickelt die EU-Kommission ein, kann damit ihre Ziele umsetzen. Eine Staatsschuldenkrise 2.0 wird daraus aber nicht entstehen. Der niedrige Ölpreis ist? Auf den ersten Blick eigentlich ein Segen für die Weltwirtschaft, auf den zweiten Blick gar nicht so gut, denn die Investitionen in die US-amerikanische Energiewirtschaft leiden darunter. Am 29. März wird Großbritannien? Möglicherweise noch zur EU gehören. Ach, echt? Ich dachte, Ende März müsste klar sein, ob Brexit und wenn ja, wie? Wir gehen davon aus, dass Theresa May bei der Parlamentsabstimmung über die Übergangsregelung nach dem Brexit in der nächsten Woche eine krachende Niederlage erleiden wird. Und das wirft dann unterschiedliche Optionen auf. Es könnte zu Neuwahlen kommen, es könnte ein zweites Referendum geben oder es kommt zu 10 Nachverhandlungen. Im politischen Berlin bereitet man sich mittlerweile schon darauf vor, die Frist von Ende März tatsächlich bis in den Mai hinein zu verlängern, bis kurz vor den Europawahlen. Puh, ziemlich viele Unsicherheiten und Konflikte auf einmal. Wie richte ich denn da mein Depot am besten aus? Am besten wie eine gute Fußballmannschaft, das heißt, sie brauchen eine Defensive, die nach hinten nichts anbrennen lässt, ein Mittelfeld, das kreativ nach vorne spielt und dann natürlich eine Offensive, die sozusagen die Tore macht. Trotz Winterpause also Fußballanalogien, ich sehe schon, manch einer kann davon gar nicht genug bekommen, aber dann nennen Sie mir doch bitte auch 3 Spielernamen und zwar einen für die Defensive, einen für das Mittelfeld und einen für den Sturm. Ja, da würde ich in der Defensive auf den Hausinvest setzen. Das ist der älteste offene Immobilienfonds. Der lässt nach hinten nichts anbrennen, 45 Jahre, ohne einmal überhaupt einen Verlust erwirtschaftet zu haben. Im Mittelfeld würde ich auf einen ausschüttungsstarken Aktienfonds setzen, zum Beispiel den DWS Top Dividende. Und nach vorne brauchen Sie einen Fonds, der die Tore schießt. Das wäre für mich der Allianz Wachstum Europa. Europa ist unser fokussierter Aktienmarkt und der dürfte entsprechende Performance bringen. Vielen Dank, Herr Schickentanz. Ihnen eine erfolgreiche Börsenzeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.